ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Klimbim, Deutschlands erste Comedy-Show, macht sie zum Superstar. Ingrid Steeger in ihrer Parade- und Lieblingsrolle als Nervensäge Gabi. Schauspielerin sei sie eher aus Zufall geworden, um nicht im Büro arbeiten zu müssen. Am Anfang ihrer Karriere steht sie vor allem fürs Leichte, manchmal auch Schlüpfrige. Mit 26 Jahren dann der Durchbruch mit Klimbim. Ihre Rollen immer eine Gratwanderung zwischen Sexsymbol und Ulknudeln. Wenn ich mal den Busen gezeigt habe, dann war das einfach Comedy. Es war im Grunde genommen gar nicht so sexy, sonst hätten die Leute mich gar nicht angenommen. Ne? Der Wechsel ins seriöse Fach gelingt ihr erst später, vor allem durch ihre Rolle im Fernsehmehrteiler Der große Bellheim. 1,65 und total pervers. Klamauk und Tragödie liegen bei Ingrid Steeger immer eng beieinander. In ihrer Biografie erzählt die Berlinerin von der Gewalt in der Familie, von ihren gescheiterten Beziehungen. Mit Anfang 60 ziehen sie Depressionen und Schulden nach unten. Zeitweise lebt sie von Hartz IV. Doch sie steht wieder auf, kehrt auf die Theaterbühnen zurück, bis ihre Gesundheit sie zum Rückzug zwingt. Danach wird es ruhig um die Frau, die als blonde Ulknudel die Herzen der Zuschauer eroberte.